Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es darum, was die allermeisten Menschen an ihrer spirituellen Entwicklung blockiert. Viel Spaß damit! Wieder und in diesem Video soll es darum gehen, was die allermeisten Menschen an ihrer spirituellen Entwicklung eigentlich blockiert. Und es gibt eine Sache, eine Beobachtung, die sich immer wieder bewahrheitet hat. Und zwar sehr, sehr oft gibt es Sachen, die uns sofortiges Glück bringen, quasi instant, die uns aber langfristig nicht wirklich gut tun. Um dir da Beispiel zu nennen, zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder Süßigkeiten. Ne? Einfach mal als ein paar Beispiele. All das sind Sachen, die uns in dem jetzigen Moment Freude bescheren, die uns aber langfristig oftmals schaden oder uns das genaue Gegenteil geben von dem, was wir uns eigentlich davon erhoffen, und zwar glücklich zu sein. Ne? Wenn wir einmal Alkohol trinken oder am Wochenende mal irgendwann Alkohol trinken, fühlt sich das gut an und alles ist super. Wenn wir das jetzt aber sehr oft machen, weil wir immer dieses sofortige Glück haben wollen, dann kehrt das um und gibt uns genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wenn wir einen Film gucken, ne, wenn das so was ganz Banales ist, wenn wir abends einen Film gucken oder irgendwas bei Netflix gucken, super cool, überhaupt kein Problem. Wenn wir das jetzt aber jeden Tag machen und brauchen, weil wir uns dieses gleiche Glück erhoffen wie das, was wir beim ersten Mal oder die ersten Male vielleicht empfunden haben, dann wird das zu einem Habit, dann wird das zu einer Gewohnheit. Und in dem Moment, wenn das zu einer Gewohnheit wird, führt es oftmals langfristig zu etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Wir werden zu einem Menschen, der den ganzen Tag nur vor dem Fernseher sitzt und dadurch gegebenenfalls andere Ziele vernachlässigt. So, das eigentliche Problem an der spirituellen Entwicklung ist jetzt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die darauf gepolt ist, das sofortige Glück zu erlangen und permanent glücklich sein möchte. Es ist, als würden wir von einem Dopaminschub zum nächsten springen. Facebook hat sich das perfekt zunutze gemacht, zum Beispiel mit dem Algorithmus. Es gibt Videos von ehemaligen Vorstandsmitgliedern von Facebook, die ganz offen darüber sprechen, dass Facebook einen Algorithmus entworfen hat, der darauf abzielt, immer wieder kleine Dopaminschübe zu geben, sich mit Sachen zu füttern, die sich gut anfühlen, um dich in Bezug auf Facebook beispielsweise in eine Abhängigkeit zu bringen. Und genau diese Beobachtung sehe ich aber auch allgemein innerhalb unserer Gesellschaft. Das heißt, wir hüpfen von einem kleinen Dopaminschub zum nächsten. Wir gucken auf unser Handy, scrollen durch unseren Newsfeed, packen unser Handy weg, gucken hoch, gucken irgendwo, streben die nächste Kaffeepause an, das nächste Gespräch mit den Kollegen. Dann sind wir zu Hause, essen vielleicht was Süßes oder wir brauchen dann unser Feierabendbier. Wenn wir das haben, wollen wir unsere Sendung gucken oder setzen uns vor den Fernseher, öffnen eine Tüte Chips oder wir gehen zum Sport. Wir hüpfen von einem kleinen Dopaminschub zum nächsten und sind oftmals nicht mehr bereit, auf dieses Glück, wenn es auch nur oberflächliches, kurzzeitiges Glück ist, zu verzichten, um gegebenenfalls etwas viel Größeres zu verlangen oder zu bekommen. Jetzt ist das Hindernis an der spirituellen Entwicklung genau das, was Carl Jung schon gesagt hat. Ich werde das Zitat hier einmal einblenden. Dass wir nicht erleuchtet werden dadurch, dass wir irgendwie uns irgendwas visualisieren, sondern dadurch, dass wir uns selber unseren Schattenseiten widmen. Aber uns selbst, unseren Schattenseiten zu widmen, ist etwas, was die meisten Menschen nicht wollen. Denn das ist etwas, was kein Glück erschafft. Das ist etwas, was oftmals Schmerz erschafft oder Trauer erschafft. Und genau das wollen die meisten vermeiden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich irgendwelche Coaching-Anfragen bekomme oder Leute, die mich anschreiben und sagen, hey Patrick, hast du mal ein offenes Ohr? Kannst du mir zuhören? Und so weiter. Und ich antworte dann sinngemäß sowas wie, natürlich kann ich das. Möchtest du denn nur, dass ich dir zuhöre oder möchtest du gegebenenfalls eine Lösung haben? Und die meisten Menschen
viele gestehen es sich ein, manche gestehen es sich nicht ein, wollen nicht wirklich eine Lösung haben, sondern sie wollen nur Menschen haben, die einen zuhören, denn dann fühlen sie sich verstanden. Das fühlt sich wieder sofort gut an. Dadurch fühlt es sich emotional besser an. Es ändert nicht unbedingt was an der Ursache, aber es fühlt sich jetzt gut an. Wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die sagen, ja, du hast vollkommen recht, ja, das sehe ich genauso, dir recht geben mit den Sachen, die du sagst oder mit dem Leid, was du denen bekundest, dann fühlt sich das gut an. Und das ist super, weil, ne, wenn Dopamin, so, das ist ja das, was die meisten wollen. Die meisten wollen Zuspruch und Bestätigung haben für ihre Sorgen und ihr Leid, wollen aber nicht wirklich Kritik oder dass man denen Sachen aufzeigt, die darauf zurückzuführen sind, dass sie selbst etwas mit ihrer Situation zu tun haben könnten. Und genau das ist sehr kontraproduktiv in der spirituellen Entwicklung, denn das heißt in der letzten Essenz nichts anderes, als dass man in Momenten wegguckt, wo man eigentlich hingucken sollte, dass man die Schattenseiten bewusst verdrängt, weil man sie nicht sehen will. Und das wiederum heißt, dass man oberflächlich kurzzeitiges Glück bekommt, wenn man sich von anderen Bestätigung und Zuspruch holt, aber man kommt nicht wirklich an die Essenz, man kommt nicht wirklich an die Ursache, die dafür verantwortlich ist, dass man immer wieder in solche Situationen kommt. Und das führt dazu, dass wir die Symptome beheben. Das heißt, wir fühlen uns schlecht zum Beispiel, weil unsere Partnerin uns verlassen hat. Und wir wollen, dass die Symptome weggehen. Wir wollen uns nicht mehr schlecht fühlen. Darum suchen wir nach Zuspruch etc., bekommen diesen Zuspruch, fühlen uns spontan besser. Aber dadurch haben wir die Ursache nicht behoben und die nächste Partnerin, die wir haben, mit der werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder vor dieselben Problematiken kommen und wieder dieselben Ergebnisse in unser Leben ziehen. Und das heißt, Fazit dieses Videos ist, wenn du dich wirklich spirituell entwickeln willst, wenn du wirklich wachsen willst, dann musst du ein paar Sachen haben, ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zum einen ist das die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Handeln und dafür, dass du verantwortlich bist für die Situation, die du in dein Leben ziehst. Das nächste ist, dass du mutig bist. Mutig genug bist, die Sachen auch hören zu wollen, die dir wer anders eventuell zeigen kann. Oder mutig genug bist, die Sachen auch selbst sehen zu wollen. Der nächste Punkt ist Ehrlichkeit. Denn ohne Ehrlichkeit wird es nicht funktionieren. Du musst bereit sein, ehrlich zu sein zu dir selbst. Denn solange wie du dich selbst belügst, wirst du nicht weiterkommen, weil du nicht zu der Essenz vordringen wirst. Dazu gehört Ehrlichkeit. Darum heißt es auch, dass Einsicht der erste Schritt zur Besserung ist. Und Einsicht hängt natürlich direkt mit der Ehrlichkeit zusammen. Denn erst wenn wir etwas einsehen, dass wir etwas damit zu tun haben könnten, können wir daran arbeiten. Solange wir die Verantwortung abgeben, geben wir die Macht ab und sind nicht in der Lage, uns zu verändern. Das heißt, ich sehe eine große Problematik in der spirituellen Entwicklung weltweit darin, dass die meisten Menschen nicht mehr bereit dazu sind, auf ihr kurzzeitiges Glück zu verzichten, um das große ganze Glück eventuell zu bekommen. Die meisten wollen auf der Ebene bleiben des spontanen Glücks und von einem kurzzeitigen Glück zum nächsten hüpfen und verpassen damit das, was sie eigentlich suchen, den konstanten Zustand der Zufriedenheit. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, verschicke ihn weiter, wenn er dir gefällt, dann geht das umso viraler, es wächst umso schneller, damit würdest du mir auch sehr helfen. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.